So, und weiter geht es mit einer neuen Folge von FIFA 15 Online Songs. Heute beim AS Rom gegen FC Liverpool. Ich spiele mit Rom mal wieder. Ich probiere es mal, weil mittlerweile sind ja schnelle Spieler da. Genügend. Im Angriff. Nicht ein Totti, der stehen bleibt beim Rennen. Aber ich weiß, dass ich verlieren werde, weil Balotelli spielt. That is a problem. Balotelli heißt. Nein. Nein, 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 nein. Ja! Ja! Die Dumbia-Taktik von ZSLK am Moskau spiele ich jetzt. 1-0, 1-0. La, 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 la. La, 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 la. Gefällt mir. Früher ist 1-0. Oh Gott. Oh Gott, war das knapp. Och nein. FIFA, bitte nicht nochmal das gleiche wie in der letzten Folge. Ich gehe ein, wenn ich nochmal so lache. Ich bin immer noch erkältet. Das ist nicht vorteilhaft. Das eine Lachen hört sich an, als würde ich sterben, weil ich gehustet habe beim Lachen einfach nur. So, 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 es zählt nicht. Ich hab gedacht, es wäre noch gleiche Höhe. Hör auf zu jubeln. Hör auf zu jubeln, Junge. Junge, hör auf zu jubeln. Dumbia. Dumbia bleibt immer am Ball. Ah. Schade, 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 schade. Und 2-0. Dumbia. Ich sag ja, die Dumbia-Taktik funktioniert. Ausgezeichnet. Sehr, 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 sehr. La, 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 la. Oh, oh. Ja, mein Außenstürmer bleibt vorne. Ist hinten auf der Rechtsverteidigerposition urplötzlich. Sehr gut. Okay. Jovinho. Schieß ihn doch rein! Junge! Mann! Den hätte er reinmachen können von da. Normalerweise glaubt. Macht er ihn auch. Wo hat er denn gepasst, bitte? Ist mir ja egal, aber. Oh oh. Der an, der kommt an. Sehr gut. Okay. Oh, schade. Oh, schade. Wäre der durchgekommen? Oh, schade. Gervinho gewinnt das Kopfballduell beinahe. Ja. Aha! Oh, schade. Oh Gott. Was mache ich da?
Der nächste, der gelb sieht bei ihm in der Innenverteidigung, oder hat er schon gelb gehabt? War das Sakho? Nee, es war nicht Sakho, es war doch der andere Innenverteidiger. Skritte? Ja, Skritte. Boah, wie auch immer der ausgesprochen wird. Nein! Oh, Hollebas! Alter! Ja! Ja, Linksverteidiger, bleibt er doch weiter vorne. Ist mir egal, die Hauptsache ein bisschen zustellen. Und da waren die Vögel. Ah, schade, ein Stücken zu weit. Ah, Mann, warum kritscht er in den Reihen? Schade. Echt schade. Rollebass. Danke. Das ist sehr mutig, mit einem Mann, der schon gelb hat, da so reinzugehen. Verdient meinen tiefsten Respekt. Ah. Halt ihn, danke. Nein. Ich bin nicht verzögert zum Ton. Ich kommentiere das alles nur verzögert. Nein. Oh, ich kriege aber noch den Freistoß. Und seine Innenverteidiger müssen deutlich aufpassen, weil sonst fliegen sie gleich jeden Augenblick vom Platz. Ah, ein Sticken zu weit. Okay. Cool, ich will keinen Elfmeter haben. Ich habe mich nur gewundert, dass der Spieler so frei da... So, wie heißt denn da reingehen konnte, dass der Torwart den Ball nicht abwerfen kann, weil normalerweise sollte das abgepfiffen werden. Regeltechnisch gesehen. Ja, yay. Und Elfmeter. Und der nächste Verteidiger sieht eine gelbe Karte. Ich hätte das unbedingt nicht eine Folgetendenz Abstieg nennen sollen. Wenn mittlerweile noch jetzt die Partie gewinnen, sieht es nicht schlecht aus, aber die Partie ist lange noch nicht gewonnen. Noch lange nicht. FIFA will mich nur in Sicherheit biegen. Sehr schön. Wenn ihr mal meinen Namen liest und Elfmeter gegen mich verursacht habt, wisst ihr, wo ihr hinspringen müsst? Nach links. Ich schieße immer oben links. Angewohnheit. Mein Lieblingseck, ich weiß nicht warum. Kommt keiner. Normalerweise, wenn man es richtig macht, genau richtig schießt, wie der ist, kommt kein Torwart hin. Ich habe genau die Mitte getroffen. Aber meistens kommen die Torhüter hin und können aber die einfachsten Bälle, die über sie geht, nicht halten. Und ich merke, meine Nase wird langsam, geht langsam zu. Nicht schön. Gefällt mir nicht. Da ist Balotelli. Seht ihr ihn? Er guckt uns genau an. Hau ab, du Affe. Push. Das war jetzt gemeint. Tut mir leid, das nehme ich zurück. Distanziere mich von dieser Aussage. Oh Mann. Ach, schön. Ich musste gerade an was denken, was bei der E3-Pressekonferenz bei Pete Smith los war. Vielleicht habt ihr auch gesehen und ich sag nur, na, reicht's schon? Na, reicht's schon?
Ich habe Tränen gelacht. Okay, das war... Er ist nicht drinne. Na, reicht schon? Mann. Sowas Bescheuertes, aber trotzdem noch so witzig. Und tschüss. Eigentlich müsste er fliegen. Normalerweise müsste er jetzt mit Gelb-Rot vom Platz fliegen. Aber er hat das wortwörtliche Glück, dass er nicht vom Platz fliegt. Weil normalerweise war das eine gelbe Karte, wenn wir ehrlich sind. Sogar eine, ich würde mal glatt behaupten, eine rote Karte. Nein, dann haben so ein beschissener Stockfehler da mit rein. Oh Gott. Oh, der war ein bisschen optimistisch. Optimistisch. Das war aber abseits. Augenblick bitte, ich bin gleich wieder da. Ich musste kurz husten. Ich könnte ja weiterspielen dabei. Warum leckt es jetzt so helle so? Bitte FIFA, nicht abstürzen. Das wäre jetzt das Schlimmste, was du mir antun kannst. In der Situation. Och, den holt er auch noch raus. Lecco mio. Oh Gott. Ja, von da würde ich auch auf jeden Fall schießen. Weil der Torwart ja so weit vom Tor steht. Hat sich das Internet jetzt wieder gefangen? Anscheinend. Mist. Komm und raus das Teil. Na schade. Nein, ich denke mir auch noch den richtigen Passweg und laufe falsch. Sehr gut. Ey, ich drück passen. Nein. Ich würde mitspielen, eine Torhüter. Warum musste dieser Trend eingeführt werden, Manuel Neuer? Hm? Jetzt aber. Viertes Tor, diesmal Gervinho. Ich habe Totti auf die Bank gesetzt, ich mag knallhart. Ich spiele, bevor die Frage kommt, mit links Lilic, oder wie der heißt, rechts Babo, vorne Gervinho und so ein Dumbier, nicht Zumbier. Warum hatte ich gerade Zumbier im Kopf? Das war schön gespielt. Das war schön gespielt, muss ich schon ehrlich sagen. Das hat mir gefallen. Der war schön rausgespielt, der Treffer. Das war kein Foul. What the fuck? FIFA, der hat mich total umgesäbelt. Aber egal, ich führe 5-0, was reg ich mich da noch auf? Ja. Pff. Ja. Nächster Elfmeter, gerne doch. Freut mich doch sehr. Ich werde nicht mit Dumbia schießen diesmal. Ich möchte mit Gervinho schießen.
La 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 la. Rosen Gervinho. Oh Gott, hat er. Das müsste nicht grausiger Elfmeterschütze sein. Ich hoffe, es funktioniert, was ich mir vornehme. FIFA, du könntest ruhig schneller machen. Diese Animation kann man sich sparen. Okay. Okay, das war knapp. Das war sehr knapp. So, jetzt haben wir zwei Hattricks, nämlich in der ersten Halbzeit Dumbia und in der zweiten Hälfte Gervinho. Jeweils zwei Treffer aus dem Spiel und einen per Elfmeter. Das freut mich. Das freut mich sogar sehr. Oh Gott, hat das gerade geleckt. Oh, das war knapp für ihn. Ah, Mann. Pff. Okay. Okay. Gut. Ich weiß nicht, dieses computergesteuerte, wie spielt man, ist ätzend. Ganz ehrlich bei FIFA. Der Computer greift da schon gerne mal ein und bestimmt, wer die Partien gewinnen soll. Es geht nicht immer nach Leistung in dem Spiel. Leider. Da steht keine Sau. Ich hole noch einen Eckball. Okay. Balotelli. War wohl nichts. Mist. Schade, schade. Warum sage ich schade? Es steht 7-0. Was will ich mehr? Dass es 8-0 steht. Psst. Den kriegt er nicht. Er kriegt einen Freistoß. Badam, 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 bum, 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 badam, 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 bum, 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 badam, bum, 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 badam. Und tschüss. Das war ein Foul zu viel für Herr Skrittel. Sag ich ja. Ein Foul zu viel hat er sich geleistet mit ihm. Ich habe ihn eigentlich schon früher fliegen gesehen. Ah. Ein sehr mitspielender Torwart in der Situation. Na 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 na. Er macht ihn nicht rein. Gut. Dann bin ich ja beruhigt. Und dann. Was? Das war faul. Ganz ehrlich, FIFA. Ich weiß, es steht 7-0, aber normalerweise ist das ein Foul. Der Ball war lange. Lange weg. Aber es steht 7-0. Ich traue dem nicht hinterher, weil das eine Tor ist, der raus hätte entstehen können. Es war abseits. Schade. Okay. Ich verstehe nur nicht, warum das Internet gerade meint, so zu laggen. Das ist ja ätzend. Hm.
Ja. Letzte Partie war 5-0, ne? Habe ich jetzt 12 Tore in 2 Partien geschossen. Ja. Warum nicht immer so, kann ich nicht nehmen. Das wäre zu viel des Glückens. Aber es ist mal schön, dass immer so viel klappt. Das muss ich mal ehrlich sagen. Das ist ganz angenehm, dass so viel funktioniert. Und plötzlich Dumbia, Dumbia, Dumbia. Gavinho, 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 Gavinho. Ja, das mit dem Abstieg nehme ich glaub zurück. Ich will nur noch mal, welches Tor war denn das? Ich glaube, der war das. Ich will nur noch mal rausgehen. Ich muss nicht unbedingt diese... Das war jetzt schon rausgespielt, meiner Meinung nach. So, so, so. Ja, das war ein schöner One-Touch. Fast One-Touch-Football. Das war's aber mit dieser Folge FIFA 15 Online-Songs, die urplötzlich 21 Minuten lang ist. Wow. Bis zum nächsten Mal. Ciao.